So, hallo, da sind wir wieder und wir brechen auch gleich auf zum nächsten Abenteuer. Und ich sag mal so spontan zum wahrscheinlich letzten Abenteuer in 2011. Eine Eichel? Ich wusste es! Diese verfluchten, elenden, hinterlistigen Bäume! Sie verstecken meine Eicheln! Du hast Eicheln? Unsinn, du Narr! Ganz einfach! Die ewige Lebensquelle ist eine riesige Eichel! Verstehst du? Sie wird in einem widerwärtigen Wald von abscheulichen, rindenbesetzten Verrätern versteckt, die es ganz eindeutig auf mich abgesehen haben. Die Bäume? Natürlich die Bäume! Was glaubst du, wovon ich rede? Oh, wie ich sie hasse! Sie stehen den ganzen Tag herum, sehen so unschuldig aus, saugen das Sonnenlicht auf, planen und intrigieren und warten nur darauf, sich in meine Pläne einzumischen. Aber diesmal nicht. Ich dachte, ich bin paranoide. Diesmal nicht. Ruf meine Holzfäller-Trolle! Was? Um ein paar Bäume zu fällen? Nicht ein paar Bäume, du Idiot. Fällt sie alle! Ich will diese Eichel! Ja, und ich bin angeblich paranoide. Cool, mit einem Panzer. Die schrecklichen Trolle greifen die großen Alten mit Zahnmaschinen an. Oh, das ist das schlimmste Gefühl, das ich in meinem kurzen Dasein erleben musste. Tja, schade. Wir müssen verhindern, dass sie noch mehr fällen oder die ewige Lebensquelle finden. Na gut. Aber in dieser Zone sind Skylander des Technologie-Elements stärker. Jo, der gute Drilly. Es ist nicht Twilly, sondern Drilly. Was da hingeht. Achso, da kann ich da. Und. Aber nicht mit dem, der ist zu langsam. Mal gucken. So, wir müssen den Sprung damit machen und dann unten wieder wechseln. Obwohl. Ich glaube, das geht gar nicht. Achso, da kann man da wieder hoch. Naja, dann lassen wir's. Und mein Portal wird wieder orange. Oh je. Setze die Raketen ein, um diese grässlichen Baumschneidemaschinen zu zerstören. Yay, Stufenaufstieg. Ich soll Raketen einsetzen? Krieg ich dann Raketen her? Okay. Was soll denn noch die Frage? Ob ich das von hier schaffe? Piu! Und wir haben da eine Treppe gebaut. Das geht schnell. Also hier gibt es scheinbar richtig viel Erfahrung für die Gegner. Brauche ich den? Naja. Ich komme wahrscheinlich eh nie wieder dahin. Dann gucken wir nochmal, wozu der Teleporter da ist. Ah, wieder was gefunden. Oh, für unsere kleine Assassine. Bin ich aber gespannt. Das haben wir gar nicht durchgelesen, was für eine Fähigkeit das war. Wow, das ist cool. Wie komme ich hier runter? Ach ja, wie ich hochgekommen bin. Ja, genau, lauf gleich in die Säge rein. Drehen wir hier auch mal eine ganze Runde, vielleicht ist da unten ja was. Nein, hier ist nichts, hier ist gar nichts. Oh ja. Gibt's noch was zu essen? Oh. Ja, komm, gib Gas. In der nächsten Kammer können deine Räder eine Pause machen. Damit
richtig viel Geld. Ich bin gespannt, wie man dich verbessern kann, du alte Blechbüchse. So. Oh ja. Hier. Jetzt brauchen wir aber erstmal viele Kohle für dich. Aber da kriegst du jetzt auch viel Kohle. Ach, schau mal, da hast du jetzt 800. Da kriegen wir schon eine Verbesserung für dich hin. Oh ja, das sieht lustig aus. Mal gucken. Sprung gut überstanden. So, dann guck mal, dass du die da vorne abgeknallt kriegst. Typ hält übrigens verdammt viel aus, also was Defense angeht, ist der hier der absolute Vorreiter. Man sollte es nur nicht übertreiben, man sollte am idealsten mal probieren, gar keinen Schaden zu kriegen. Da ist schon wieder so ein Geist. Level 5. So, bevor wir uns jetzt das Ding holen, machen wir jetzt erstmal den Geist da oben kaputt. So, geht doch. Wo muss ich jetzt lang feuern? Ach, jetzt nehmen wir uns erstmal das Schild. Heute gibt es Dutzende tapferer Skylander und in der Vergangenheit waren es hunderte mehr. Aber die mächtigsten aller Skylander waren die alten Elementarwesen. Diese Riesen trugen Kräfte von Licht und Schatten in sich. Niemand hat seit Jahrhunderten ein altes Elementarwesen gesehen, aber es gibt Gerüchte, dass sie eines Tages zurückkehren werden. Ob es sowas auch als Figuren gibt? So immer Viecher? Damit hätte... Ich glaube, da lang muss ich nicht schießen. Hier lang. So, habe ich mir jetzt erstmal den Weg hier frei. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Ja, aber ich brauche ja noch ein bisschen was an Raketen. In dieser Zone sind Skylander des Technologieelements stärker. In einem gewissen Maß geht das einen auf die Nerven. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Dann komm wieder, Kleine. So. Oh, schon wieder so ein doofer Geist. Geld regiert die Welt und das ist in diesem Spiel nicht anders, aber eigentlich hat sie inzwischen schon einiges gesammelt. Du brauchst einen Erd-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Erd-Skylander, ich muss mal sagen, mit denen bin ich momentan gar nicht zufrieden. Also da warte ich immer noch auf einen richtig tollen irgendwie. Kommt da überhaupt noch einer? Ich guck mal. Die Karte ja auch hier liegen. Was könnte denn da noch kommen? Ich glaube, einen gibt es noch, der vielleicht mal etwas schnell sein könnte. Bisherige Auswahl ist ja eher lahmarschig. Ah ja, der Dino-Rang. Der sieht doch mal recht flott aus und den habe ich auch schon vorbestellt. Also der sollte halt kommen. Aber jetzt machen wir erstmal mit denen weiter, was wir haben. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Ein Rätsel müssen wir auf jeden Fall lösen. Wie kommen wir da hoch? Von hier aus gar nicht. So. Ah je. Hm? Ja,
los, mach. Nee, das geht ja gar nicht. Dann darum. Jetzt fehlen noch... Ach nee. Das war schon gut so. Nee, das war gar nicht gut so. Das Problem ist, dass der hier sofort runterflitscht. So eine Rekordanzahl an Zügen wird das auf jeden Fall schon mal nicht. So, jetzt fehlt noch einer. Okay, ja, das sollte ich jetzt mit dem nächsten Zug hinkriegen. Die werden langsam richtig knackig, also man muss nachdenken. So, dann hol dir auch mal ein bisschen Geld ab. So, da hast du auch mal wieder 600 circa. Na, nicht ganz. Na, da fehlen 9. Jetzt hast du 600. Und da vorne hast du jetzt ein richtiges Schlachtfeld vor dir. Das ging einfach. Was hier sonst noch zum Zertrümmern gibt. Ah, und da ist auch schon das Ende. Gibt noch ein Hütchen. Plus 10 auf Crit. Das hört sich gut an. Ja, das ist, sieht vom Weiten so ein bisschen so nach Russen-Dino aus. Ah ne, da unten war noch was. Ich hab gerade, ich weiß gar nicht mehr, wo war das? In irgendeinem Spiel. Ach ja, stimmt, in Terraria bin ich ja gerade die neue Version am Zocken, zumindest für mich erstmal. Und ich habe meinen Main auch so richtig schön auf Crit getrimmt, das macht richtig Spaß, wenn der so... 100, 200 Schaden raushaut pro Schlag. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Wo habe ich sie denn hingestellt? Ich habe ja schon keinen Überblick mehr. Es kommen auch irgendwie immer mehr Figuren dazu. Du brauchst einen Erd-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Das Schöne ist, diese Viecher sind jetzt wieder quasi ideal, weil die kommen gar nicht dazu, Schaden zu machen. Ja, sag nichts. Oh. Ne, ich glaube, da komme ich nicht hin. Schade eigentlich. Die Kiste da, das wäre schon schön. Wie krieg ich dich denn jetzt? Ach, da oben stehen die. Wie komme ich da hin? Du musst Raketen finden, um diese großen Kettensägen zu zerstören, Portalmeister. Ja, nee, ist klar. Spaß mit den Raketen. Ja genau, ich springe natürlich wieder genau in dem falschen Moment hier runter. So. Ja, jetzt laufen wir hier eine Runde mit. Sammeln dann den Schrott ein, der hier liegen geblieben ist. Und dann wird erstmal die Folge unterbrochen.